Februar dieses Jahres, exakt 17.30 Uhr, kannte der Jubel in der Hohenschönhauser Eishalle keine Grenzen mehr. Der EHC Eisbären hatte alle Abstiegsklippen umschifft und die erste Bundesliga gehalten. Vorläufig letzter Höhepunkt der Ostberliner Eishockey-Historie im Sportforum, welche sich von den Eisbären über den Sportclub Dynamo bis zum Polizeisportverein nach dem Krieg zurückverfolgen lässt. Zeitzeuge Hanne Frenzel, Rentner, 64 Jahre alt. Die letzten 42 davon fast täglich auf und an der Eisfläche zu treffen. Als ich nach Berlin kam, 1950/51, begannen wir in der Polizeisportvereinigung mit dem Eishockey und das war gar nicht so einfach. Ich habe das ein oder andere Spiel doch hoch verloren, aber da musste man eben durch. 1952 spielte Frenzel noch an der Seite des legendären Gerhard Kiesling. Ein Jahr später dann wurde der Sportclub Dynamo Berlin gegründet. Eine der ersten Spielstätten der Dynamos war die mittlerweile abgerissene Seelenbinderhalle. Im Sportforum existierte zunächst nur ein Freiluft-Natur-, später Kunsteisstadion, bevor an derselben Stelle in den 60er Jahren der bekannte Wellblechpalast gebaut wurde. Häufig gab es Vergleiche gegen die überragenden russischen Teams. Hier Hanne Frenzel neben Viktor Tichonow, später erfolgreichster Trainer der Welt. Frenzel war bis 65 aktiv, absolvierte 61 Länderspiele, nahm an 2 Weltmeisterschaften teil. Zu einer Zeit, als das Programmheft noch 10 Pfennige kostete. National existierte eine Meisterschaft mit 8 Vereinen. Ausschnitte aus der Partie Dynamo Berlin gegen Krimmitschau. Die Berliner holten in ihrer Geschichte 15 Meistertitel. Hier mit dem Pokal der wohl prominenteste ostdeutsche Eishockey-Crack Joachim Ziesche, der lange vor seiner Trainerlaufbahn auch ein ausgezeichneter Spieler war. Bei Olympia aber gab es nur wenig zu holen. Gestern Abend nun GSSR neben der Sowjetunion noch ungeschlagen gegen die Mannschaft der Deutschen Demokratischen Republik. Das sind die Stürmer der GSSR. Das Spiel endete 10:3 für die GSSR, die wir in einem dunklen Dress spielen sehen. Wenn auch nur langsam, aber das ostdeutsche Eishockey-Niveau entwickelte sich bis 1970. Der negative Paukenschlag kam in jenem Frühjahr auf dem Turn- und Sporttag. Die DTSB-Führungsetage verkündete ein Punkteprogramm mit schwerwiegenden Folgen. Viertens, in der zielstrebigen und bedeutsamen Entwicklung des Leistungssports, einschließlich der Förderung der sportlichen Talente unseres Volkes. Fünftens, in der Förderung und Wahrnehmung der internationalen Beziehungen des DDR-Sports zu den internationalen Sportorganisationen und zu den Sportorganisationen anderer Länder. Der Klartext der schönen Worte, nur noch medaillenträchtige Sportarten sollten fortan besonders gefördert werden. Dafür aber mussten andere durch den Rost fallen. Neben zum Beispiel modernem Fünfkampf, Basket und Wasserball, auch Eishockey. Also es hat mir natürlich sehr, sehr weh getan, dass man gerade meine Lieblingssportart, tja, wie soll ich sagen, von der internationalen Arena abgemeldet hat. Im Gegensatz zu manchen betroffenen Sportarten blieben die Uhren fürs Eishockey nicht völlig stehen. Die Puckjäger konnten ihr Süppchen auf kleiner Flamme am Kochen halten, leistungssportmäßig allerdings nur noch unter den Fittichen der Großsportvereinigung Dynamo. Sicher einerseits ein Wunsch von deren Chef Erich Mielke, andererseits brauchte man auch den Eishockey-Nachwuchs, das Know-how der Trainer zum Aufbau der neuen Fördersportarten. Die Meisterschaft wurde auf ein Duell reduziert. Vom Ausland belächelt, kämpften die Dynamos aus Berlin und Weißwasser 2 Jahrzehnte lang um die Titel. Fast immer vor ausverkauften Rängen. Überhaupt kam bei den letzten ostdeutschen Eishockey-Mohikanern trotz der Miniliga kaum Frust auf. Ob es in Weißwasser oder ob es bei uns in Berlin war. Wir waren eine Eishockeyfamilie. Aber diese Eishockeyfamilie hat sich natürlich auch so gesteigert, es war dieser Ehrgeiz da, um das Bestmöglichste daraus zu machen. Das beste internationale Ergebnis gelang Dynamo Berlin 1980 mit dem Erreichen der Europacup-Finalrunde, wo man am Ende auf Platz 3 noch vor Djurgården Stockholm landete. Einige Jahre vorher, auch im EC, war es übrigens zum einzigen Aufeinandertreffen von Dynamo und Schlittschuhclub gekommen. Das aus Funktionärssicht brisante Ortsduell verloren die Dynamos seinerzeit klar.
Erfolge blieben dagegen in der heimatlichen Titelrunde vorprogrammiert, war doch beim Evergreen Weißwasser gegen Berlin dem Verlierer silbersicher. Doch diese Partie im turbulenten Monat November 89 sollte eine der letzten dieser Art gewesen sein. Nach der Wende kippten viele Sportstrukturen im Osten, andererseits erwuchsen Chancen zu etwas Neuem. Eishockey zeigte, wie sich der Sport zum Vorreiter der Politik machen konnte. Schon Anfang 1990 kam es zu zwei Freundschaftspartien Dynamo gegen Preußen. Verbrüderungsszenen unter den Fans. Die Spieler auf dem Eis taten sich anfangs damit wesentlich schwerer. Dynamo gewann beide Spiele. Kurz darauf löste sich die Eishockeyabteilung des Clubs aus dem Großverein heraus. Am 21. März 1990 schlug so die Geburtsstunde des EHC. Der wurde schließlich ohne große Diskussion in die höchste deutsche Spielklasse integriert. Die Bundesliga war da, mit ihren Stars auf dem Eis und an der Bande. Die Berliner spielerisch top, kräftemäßig aber flop. Der sofortige Abstieg die logische Konsequenz. 44 Spiele in einer Saison war für unseren Spielerstamm meiner Meinung nach ganz schön hart. Und wir als Berliner hatten ja nun letztendlich für die Wochenenden, die anstanden, Fahrten zu bewältigen. Und mit diesem Spielerstamm, den wir hatten, konnten wir die erste Liga meiner Meinung nach nicht halten. Doch die Dynamos, die später zu Eisbären wurden, rappelten sich wieder hoch. Zum Joker wurde Lorenz Funk, der das Team als Manager erfolgreich durch den schmerzhaften Lernprozess in Sachen Profiwirtschaft führte. Neue Spieler kamen, als erster der jetzige Kapitän der Kanadier Mark Jures. Weitere Verstärkungen folgten, wie Meister Dopita Morrison. Parallel dazu gelang die Einbindung der talentierten Nachwuchsspieler, wie Felski, Mix oder Steffen Ziesche, welcher auf dem besten Weg ist, in die Fußstapfen seines berühmten Vaters zu treten. Den größten Glücksgriff aber landete man mit der Verpflichtung von Andy Murray. Am Saisonende die Garanten für den Klassenerhalt, der neue Trainer und das fantastische Publikum. Also so eine Fans hier in Berlin, bei uns hier in Hohenschönhausen, also absolute Klasse, super. Die Jungs sind in Ordnung, die stehen auf ihre Jungs. Und ich denke, dass wir in der nächsten Saison nicht mehr den letzten Platz, sondern bestimmt, so wie wir uns das auch erhoffen, einen besseren Platz in der ersten Bundesliga belegen werden. Für weitere Kapitel der Ostberliner Eishockey-Story garantiert die in Deutschland einmalige Nachwuchsarbeit. Jugend und Junioren holten den Meistertitel, auch die allerkleinsten Eisbären sind mit Feuereifer bei der Sache. Die dritte Generation der Ziesche-Dynastie lässt grüßen. In 20 Jahren vielleicht wird der jetzt 6-jährige Markus mit dafür sorgen, dass den Eisbären auch zukünftig Bauchlandungen erspart bleiben. Das wollen wir hoffen und Sie haben es gemerkt.